Herzlich willkommen heute zu unserer Runde hier zum Thema BEG, OJE, die neue Bundesförderung und Praxischeck. Mein Name ist Stefan Anders, ich leite bei der DGNB die Abteilung Zertifizierung und wir haben hier drei super Diskutanten gewinnen können für diese Runde. Zum einen mal den Herrn Matthias Oliver Hausmann, sagen wir, aus dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen kommt und da insbesondere auch die Kriterien, die für die NH-Klasse zukünftig angelegt werden, auch mitdefiniert haben, dieses Qualitätssiegel nachhaltiges Bauen. Ergänzend dazu, sagen aus der Praxis, haben wir den Jost Hartwig, der Geschäftsführer bei INA Planungsgesellschaft ist in Darmstadt und da vielfältige Kontaktpunkte auch gesammelt hat jetzt in den letzten Monaten, gerade mit der BEG-Förderung in H-Klasse und meinen Kollegen, den Markus Kelsenberg, der Abteilungsleiter der Zertifizierungsstelle, der gerade auch intensiv im Austausch steht, wie wir schlussendlich dann auch diese Anforderungen, die zukünftig gestellt werden an Gebäude, auch ganz konkret bei uns mit prüfen können. Wir möchten gerne starten mit einem kleinen Impuls, nochmal ein kleiner Abriss, was ist eigentlich die BEG-Förderung und was ist da bisher geschehen und würden dann danach auch gleich in die Diskussion einsteigen. Vielleicht noch ein paar mehr Worte noch zu den einzelnen Referenten, zum Herrn Oliver Hausmann. Ich hatte schon gesagt, er arbeitet jetzt gerade für das Bundesministerium für Wohnen und Stadtentwicklung und Bauwesen, also das Bauministerium. Er hat davor, ist Architekt, hat davor bei mehreren Architekturbüros in Berlin, Barcelona und London gearbeitet, dann eben Referendariat gemacht beim Bund, hat dann verschiedene Tätigkeiten beim BBSR und auch beim Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung inne gehabt und ist jetzt auch gerade als Referent für das Bauministerium für das Thema nachhaltiges Bauen mit zuständig. Und wie ich auch schon gesagt hatte, hat das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude eben geleitet, die ganze Entwicklung. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei sind. Jost Hartwig, auch Architekt, Studium der Architektur an der TU Darmstadt, ist auch danach erstmal noch am Fachgebiet Entwerfen, energieeffizientes Bauen beim Manfred Hecker, den da denke ich viele kennen, auch noch lange da gewesen. Hat dann auch zum Teil noch in seinem Büro HAS Planer Architekten als freier Mitarbeiter mitgewirkt und war dann auch Referent in der Zeit, wo der Hecker bei uns in der DGNB Präsident war, hat ihn da unterstützt. Hatte dann auch eine Professur an der Hochschule Frankfurt inne für das Thema Ökobilanzierung, Nachhaltigkeitsbewertung, energieeffiziente Gebäude und seit 2011 eben die Planungsgesellschaft INA in Darmstadt gegründet und auch viele DGNB-Projekte mittlerweile mit betreut. Der Markus Kelsenberg hat ursprünglich auch mal eine Ausbildung gemacht zum Gießereimechaniker bei Mercedes-Benz, hat dann aber auch sich entschieden, ein Studium noch anzuschließen, der Architektur an der HFT Stuttgart, hat dann auch in verschiedenen Architekturbüros mitgearbeitet und dann auch ein eigenes Büro gegründet mit Jürgen Franz und später auch noch mit einem anderen Kollegen Kelsenberg und Janke seit 2008 lange Zeit ein mittelgroßes Büro in Ludwigsburg geführt und ist jetzt auch schon seit, korrigiere mich, 2 Jahren bei der DGNB, anfangs eben für die Themen Sanierung und Baustelle mitverantwortlich und seit einiger Zeit jetzt der Abteilungsleiter für die Zertifizierungsstelle. So viel zum Einstieg, dass Sie wissen, mit wem Sie heute auch sprechen können, sich austauschen können. Wir haben ja auch die Möglichkeit, hier per Chat noch die ein oder andere Frage zu stellen. Wenn Sie jetzt bei der Präsentation draufschauen, dann müssen Sie einmal auch einen Doppelklick machen. Dann sehen Sie die Präsentation auch ein bisschen größer. Das nur als Info. Und ich würde jetzt gerade hier als Impuls mal in das Thema einsteigen. Also, was ist die Bundesförderung für effiziente Gebäude? Das übergeordnete Ziel, warum gibt es diese Förderung? Man will natürlich das Klimaschutzprogramm 2030 da einen Beitrag zu leisten und dann einen Impuls setzen in die richtige Richtung. Es sollen energieeffiziente Neubauten, aber auch insbesondere Sanierungen forciert werden. Es ist auch erstmalig so, dass auch graue Energie mit berücksichtigt werden soll. Ein Thema, was wir auch schon lange auch mit einfordern als DGNB und auch in unserem Bewertungssystem integriert haben. Und soll einfach auch ein Anreiz sein für ambitionierte Vorhaben. Und neben
der Förderung von Umsetzung der Baukosten kann eben auch Planung und Beratung gefördert werden. Also eine total spannende Sache, die auch sehr gut angenommen worden ist. Das ist jetzt hier mal so der Überblick. Also es können Einzelmaßnahmen gefördert werden, aber auch investitive Maßnahmen im Wohngebäude und Nicht-Wohngebäude und unten drunter eben, wie gesagt, die Fachplanung und Baubegleitung. Spannend, seit im letzten Jahr ist es gestartet, die Förderung für gerade die Wohngebäude ab 1.7. Die ist ja momentan erstmal auf Eis gelegt, aber es geht sicherlich weiter in der nächster Zeit. Das wird sich noch zeigen, wie genau. Bisher war das ja so im Neubau, dass man als Grundlage ein Effizienzhaus 40 haben muss. In der Anfangszeit war es auch mal 55, das wurde auch zwischendrin dann mal geändert. Und was das Besondere ist, jetzt auch aus dem Blickwinkel DGNB, dass es jetzt eine sogenannte Nachhaltigkeitsklasse auch mit drin gibt. Das heißt, wenn man hier zusätzlich diese Anforderungen des Qualitätssiegels nachhaltiges Bauen erfüllt, das sind 4 Stück an der Zahl, plus noch ein DGNB-Zertifikat zum Beispiel oder ein anderes hat, dann kann man hier nochmal, erhöhen sich zum einen die maximal förderfähigen Kosten und auch die Zuschüsse nochmal um 2,5%. Und das macht dann pro Wohneinheit gerechnet schon einiges aus, gerade bei größeren Projekten. Ergänzend dazu konnte eben auch die Fachplanung und Baubegleitung nochmal unterstützt werden mit bis zu 50%. Das kommt sozusagen dann auch nochmal on top. Und einfach mal eine Beispielrechnung, das war jetzt eine Beispielrechnung mit dem Effizienzhaus 55, das ist bei 40 natürlich dann noch ein bisschen höher. Da haben wir jetzt ein großes Wohnprojekt mal rausgenommen, 50 Wohneinheiten. Da wäre das so gewesen, dass man eine Fördersumme für das Thema Energieeffizienz schon über 1 Million Euro bekommen hätte. Und wenn man jetzt zusätzlich hier noch das NH-Paket gemacht hätte, dann hätte man hier nochmal über 500.000 Euro dazu bekommen. Also sehen Sie schon, das ist nicht nur eine kleine Summe, sondern es ist wirklich eine beachtliche Förderung, die man hier beanspruchen konnte. Und das hat sich eben auch in den Zahlen der Anträge auch gezeigt. Komme ich später noch dazu. Ja, Überblick der Förderung, das war aktuell so, dass es diese NH-Klassen für Wohngebäude im Neubau gibt. In Sanierung gab es die nicht, da gab es eine andere Form der Förderung. Und bei Nicht-Wohngebäuden sollte es eigentlich so sein, dass es bei Neubau und auch Sanierung gefördert werden kann. Ein kurzer Einblick noch in dieses Handbuch, wo der Herr Oliveira eben auch mitgearbeitet oder das auch geleitet hat, Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude. Was steckt da eigentlich drin? Da war es zum einen so, und es hat uns sehr gefreut, dass als ein wichtiges Kriterium am Anfang das Thema CO2 oder Ökobilanzierung hier auch adressiert worden ist. Also es muss sagen, jedes Gebäude hier eine Ökobilanzierung auch machen. Und hier wurde auch ein ganz konkreter Wert definiert von 28 Kilogramm CO2, der hier unterschritten werden muss. Ergänzend dazu eben auch noch ein Primärenergiebedarf. Es gibt eine gewisse Differenzierung zwischen Plus und Premium, die aber aktuell bei der Förderung jetzt noch keine Relevanz hatte. Ein nächstes Thema war hier die nachhaltige Materialgewinnung, da mit dem Fokus auf Holz, dass eben auch Holz aus nachhaltiger Bewirtschaftung kommt, mit einem Zertifikat nachgewiesen. Ein weiteres Thema war Schadstoffvermeidung und Baumaterialien, also auch das ein Thema, was wir bei der DGNB auch schon mit adressiert haben, wo es eben ganz konkrete Vorgaben gibt, welche Materialien eben eingesetzt oder nicht eingesetzt werden dürfen. Und zu guter Letzt noch das Thema Barrierefreiheit. Also diese 4 Anforderungen müssen erfüllt werden und ergänzen dazu, wie gesagt, ein DGNB-Zertifikat in mindestens in Silber. So viel als Einstieg zum Status quo. Da habe ich jetzt auch nochmal die Infos bekommen vom Herrn Olivier Hausmann. Was ist jetzt eigentlich passiert in den letzten Monaten? Ganz spannend. Also die BEG-Förderung insgesamt. Wurden hier insgesamt über 100.000 Zusagen erteilt für das Thema. Davon entfallen aber 84% auf den Neubau noch von Wohngebäuden und der ganz große Anteil eben auch 80% hier auf den Effizienzhaus 55 Standard. Das war sicherlich dann auch ein Grund, warum man dann gesagt hat, das ist doch sehr etabliert mittlerweile am Markt. Das wollen wir jetzt in der Form nicht mehr fördern, sondern sagen, die Basis ist hier der Effizienzhaus 40 Standard. Und zur NH-Klasse, da war es so, dass insgesamt nur, kann man so sagen, 180 Anträge gestellt worden sind. Der Großteil auch hier in Kombination mit dem Effizienzhaus 55 und dass eben eigentlich nur 3,5% der Wohneinheiten sagen diese NH-Klasse beanspruchen. Okay, so viel als Einstieg und Information.
Und jetzt steigen wir dann auch natürlich schon in die Diskussion ein. Wir hatten es uns so vorgestellt, dass wir jetzt schon einen kurzen Rückblick natürlich noch wagen, aber dann auch eher primär den Fokus der Diskussion hier auf die Zukunft legen. Und möchte gerne einsteigen, so ein bisschen einen Blick aus der Praxis an Sie, Herr Hartwig. Wie haben Sie denn die BEG-Förderung in der Praxis erlebt? Was gab es da für Schwierigkeiten oder offene Fragen, die vielleicht nach wie vor noch nicht ganz gelöst sind? Vielleicht können Sie da mal so einen kurzen Bericht geben uns. Ja, gerne. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Genau, wir machen im Büro relativ viel BEG-Förderungen für Wohngebäude und auch für Nicht-Wohngebäude. Und in dieser letzten Überarbeitungsrunde, die uns ja jetzt etwas mehr als ein Jahr begleitet hat, bevor sie dann sehr abrupt endete, haben wir auch eine erhöhte Nachfrage im Bereich Nicht-Wohngebäude festgestellt. Das lag ja einfach auch daran, dass sich insbesondere dort die Fördermittel ja auch extrem verbessert hatten. Also die Attraktivität sich stark erhöht hatte. Ich glaube, so ungefähr Faktor 6 mehr pro Quadratmeter da an Zuschuss rauskam. Und das haben natürlich dann mit kurzer Verzögerung auch die Bauherren, Bauherrinnen mitbekommen. Da gab es dann, muss man glaube ich auch ganz offen sagen, natürlich eine ganze Reihe von auch Mitnahmeeffekten, weil das insbesondere Nichtwohnungsbauern nicht so ganz schwierig war zu erreichen, wie das vielleicht im Wohngebäude ist, jetzt in Richtung KfW 40 auch zu kommen. Das vielleicht mal so übergeordnet rein BEG-Förderungen, jetzt vielleicht mal mit Blick auf NH-Klasse und dann eben auch Qualitätssiegel nachhaltige Gebäude, da ist die Wahrnehmung und das haben die Zahlen ja gerade auch gezeigt, die Nachfrage deutlich geringer gewesen. Also ich glaube insbesondere die Chance oder diese Alternative zur BE-Klasse, das hat das schon so ein bisschen gestoppt, weil es natürlich viel einfacher ist, in Anführungsstrichen, einen Anteil erneuerbarer Energien nachzuweisen, insbesondere wenn ich an hohen, ambitionierten energetischen Standard ranrücke, erstmal egal, ob im Wohnungsbau oder im Nicht-Wohnungsbau, als sich eben noch mit weiteren Nachhaltigkeitsthemen zu beschäftigen, die ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, dann viele eben auch noch nicht auf dem Schirm haben oder auch noch nicht operationalisieren können, also eine Ökobilanz machen oder andere Themen. Von daher war das deutlich weniger. Wir hatten das Glück, das trotzdem ab und zu machen zu dürfen. Da muss man einfach sagen, berührt man natürlich dann auch immer diese Punkte, wo dann sich Bilanzierungsrahmen unterscheiden zwischen jetzt BGNB und BNB zum Beispiel in der Ökobilanz. Oder was wird eigentlich reingerechnet, was nicht? Ich glaube, da kann man aus der NH-Klasse oder aus dem QNG-System auch einiges lernen. Also da ist ja zum Beispiel der Haushaltsstrom mit berücksichtigt, ist aber eben auch ein Thema, was man dann in der Praxis natürlich auch erstmal in die Beratung einspeisen muss, dass man überhaupt sozusagen auch den Fokus auch auf dieses Thema richtet, weil natürlich die Bauherren häufig das bisher nicht als ihr Thema, ist ja auch keine Gebäudeeigenschaft gesehen haben. Ich glaube, dass da aber sehr kluge, und das ist vielleicht das Letzte, was ich dazu sagen will, noch ganz kluge Ansätze, insbesondere in der Ökobilanz drin waren, was vor allen Dingen das Benchmarking anging, weil man, das haben vielleicht auch gar nicht alle mitgeschnitten, wenn man ja das erste Mal einen absoluten Benchmark formuliert hat, also wirklich gesagt hat, es gibt eine Schwelle für Primärenergiebedarf oder für Treibhausgasemissionen in Kilogramm CO2 pro Quadratmeter und Jahr und die entscheidet sozusagen. Also das Verabschieden von einem Referenzgebäudeverfahren hin zu einem Zielwert, Nachhaltigkeit, das fand ich bemerkenswert und das halte ich ehrlich gesagt auch für einen Zukunftsweg, von dem man, glaube ich, dann umgekehrt, ich bin auch DGNB-Auditor, dann als DGNB wieder lernen kann, wohin die Reise geht und aus der Praxis ganz stark der Hinweis, bitte, bitte harmonisieren. Das vielleicht als Wichtigstes. Also auch einfach in der Beratung ist das natürlich auch am Ende einem Bauherrn nicht mehr vermittelbar, warum man nach zwei verschiedenen Rechenwegen rechnet und beim einen kriegt man dann, ich sage jetzt mal Platin und beim anderen kriegt man aber trotzdem nicht QNG Plus oder Premium. Das muss natürlich nicht, aber das wird sich auch zurechtruckeln. Das denke ich Okay, schon. super, danke Ihnen. Ja. Vielleicht sozusagen meine Innenaussicht oder DGNB, Markus Kelsenberg. Wie ist das angelaufen, das Thema QNG-Kriterien, Prüfung innerhalb der DGNB? Gab es schon erste Anmeldungen oder sogar schon Auszeichnungen? Und wie viel Prozent würde man denn nach DGNB ungefähr erreichen? Wurde das mal analysiert, wenn man sozusagen die QNG-Kriterien, die ich gezeigt hatte, erfüllt?
Ganz viele Fragen auf einmal, ja. Hallo zusammen. Also eigentlich kann ich vieles bestätigen, was der Just Hartwig sagt. Also dass das eben schon ab Anfang letzten Jahres eine enorme Nachfrage kam. Was ist denn mit dem QNG? Wann passiert das zum 1.7.? Wann kriegen die genauen Informationen? Viel Informationsaustausch mit Auditoren und Bauherren. Also war sehr viel Traffic bei uns in der Abteilung oder in den Abteilungen. Und was uns einfach auch schon mal vorgelaunt gemacht hat, also dass wir gemerkt haben, dass das Nachhaltigkeitszertifizierung einfach auch eine andere Bandbreite durch das QMB bekommt und nicht nur in Teilbereichen, großer Anteil ist ja bei uns Büro, Verwaltung und Logistik, sondern dass die Zertifizierung auch beim Wohnbau ankommt. Also das war schon mal so die ersten Eindrücke, die wir gesammelt haben, und das fanden wir sehr gut, dass unser Wohnbausystem einfach auch eine ganz andere Öffentlichkeit bekommen hat. Und dann mit der Anmelde, als es dann die Anmeldung möglich war, ab 1.7., kamen diesbezüglich viele Anfragen, und wir haben auch eine überschaubare Anzahl von tatsächlich angemeldeten Projekten. Also bei uns sind jetzt gerade ungefähr 50 Projekte, die das QNG-Siegel auch zertifiziert haben wollen. Das mag jetzt vielleicht für den Zuhörer sehr wenig klingen, ist aber für uns, für den Neubauanteil, trotzdem eine ganz andere Zahl, wie bisher zertifiziert worden sind. Und vor allem sind es sehr große Anlagen, was eben auch dann die Einheit dann positiv ist, weil die Zertifizierung ist bei den kleinen Wohngebäuden, was ja auch fördermöglich ist oder also QNG-Kriterien für gibt, nicht wirklich angekommen bisher. Also wir haben eine Serienzertifizierung, die auch beantragt ist, dass die möglich ist. Also Serienzertifizierung heißt, dass zum Beispiel ein Fertighausbauer eben sein System anerkennen lässt und dadurch auch eben, da haben wir einen Antrag. Aber die einzelnen Wohngebäude haben wir nicht. Ein einzig kleines Wohngebäude, was tatsächlich beantragt worden ist, weil der Aufwand der Zertifizierung schon sehr erheblich ist für die Fördersumme, die zwar enorm hoch ist, aber der Aufwand ist halt trotzdem hoch an Kosten, und die Verfügbarkeit von Auditoren und Auditorinnen erst so einfach gar nicht gegeben ist, die diesen Markt so abdecken will. Also das auch vielleicht so die Schnelllebigkeit der oder des kleinen Wohngebäudes. Ja, da entscheidet jemand, ein kleines Wohngebäude zu bauen, und dann braucht er 4 Wochen später einfach einen Auditor, der das fertig macht und dass das eben ein Vierteljahr später gebaut werden kann. Ja. Und der Prozess ist so einfach noch nicht angelaufen. Aber kommen wir, glaube ich, ja später auch nochmal drauf. Da sind wir einfach dran, dass das einfach optimierter ist. Und wir haben jetzt mal so einen Praxischeck gemacht. Also das ist ungefähr. Allein die 4 besonderen Kriterien, Anforderungen aus dem QNG geben ungefähr 18% in der Zertifizierung. Das ist auch schon relativ erheblich, weil man braucht eine Silberzertifizierung, um ein QNG-Zertifikat zu erhalten. Das heißt, über 1/3 sind mit den 4 besonderen Anforderungen schon fast abgedeckt. Also deswegen hat es schon auch eine große Relevanz auf die Gesamtzertifizierung, die Anforderungen, die da gestellt werden. Okay. Danke dir, ja. Also wir hatten schon gehört, das Thema Wohnen hat jetzt auch bei der DGNB nochmal einen richtigen Impuls gegeben, gerade die Förderung natürlich auch, dass jetzt einige Projekte angemeldet sind. Wir hatten natürlich auf der anderen Seite eben auch Fragen von Mitgliedern, warum denn eigentlich nur Wohnen? Wie sieht es denn eigentlich mit anderen Gebäudetypen aus? Also Büro, klar, aber auch Verbrauchermärkte, Produktion und so weiter. Vielleicht, Herr Hausmann, vielleicht können Sie noch mal ein paar Worte zu sagen, wie das gedacht war von den zeitlichen Schritten und ob das überhaupt mal in Aussicht gestellt werden kann, dass auch solche Gebäudetypen die NH-Förderung beanspruchen können, oder ob es jetzt primär auf die Bereiche Büro und Bildung dann wahrscheinlich im nächsten Schritt geht. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Man kann ganz klar sagen, unser Ziel ist es, also das Ziel des Bundesbauministeriums ist es, das nachhaltige Bauen in der Breite des Plans und Bauens zu verankern. Und das heißt, wir haben in dem Sinne keinen Fokus auf das Wohnen. Es ist jetzt hier vielmehr eigentlich eine Art Reihenfolge, wie Sie das schon gesagt haben, in der wir diese Thematik abarbeiten. Und wir haben ja gerade schon gehört, es gibt jetzt hier diese absoluten Anforderungswerte auf Quadratmeter Nettoraumfläche bezogen im Bereich der Ökobilanzierung. Und die machen es einfach erforderlich, dass man für bestimmte Nutzungstypen einfach auch bestimmte Anforderungswerte entwickelt. Da stecken relativ komplexe Studien hinter, mit großen, also groß angelegte Studien hinter, die einfach auch ihre Zeit benötigen. Wir wickeln das daher in einer Reihenfolge ab, wie wir momentan vorgehen. Und als nächstes haben Sie ja schon angedeutet, wahrscheinlich innerhalb der nächsten 10 bis 14 Tage, gehe ich von aus, wird das Thema Büroverwaltung und Unterrichtsgebäude
veröffentlicht. Und dann haben wir zunächst einmal die Themen halt Wohnen, wie auch die Hauptthemen im Bereich der Nichtwohngebäude adressiert. Aber natürlich soll es da nicht aufhören. Natürlich soll es eigentlich weitergehen. Wir suchen momentan halt noch einer Methodik, die es uns ermöglicht, diese Anforderungswerte einer möglichst breiten Anzahl an Nutzungstypen auch zuzuführen, mit dem Ziel, dass wir möglichst alle Varianten von Baumaßnahmen, von Neubaumaßnahmen wie auch Komplettmodernisierung adressieren. Ich kann Ihnen momentan noch nicht sagen, wann weitere Siegelvarianten oder aber eine generelle Siegelvariante zur Verfügung stehen wird, aber es ist auf jeden Fall auf dem Plan und ich denke, sukzessive kommen da immer mehr hinzu. Okay, vielen Dank. Vielleicht ergänzen noch die Frage, so aus Ihrer Sicht, die übergeordneten Ziele, was mit der Förderung verbunden waren, hatte ich ja anfangs auch in der Präsentation gezeigt. Würden Sie sagen, da hat man doch schon einen wesentlichen Beitrag geleistet oder müsste man perspektivisch vielleicht auch gewisse Anpassungen vornehmen? Ne? Wie würden Sie das aus Ihrer Sicht sehen? Was hat die Förderung gebracht jetzt in den ersten Monaten? Naja, also Sie haben natürlich recht, dass wir haben jetzt nicht die großen Antragszahlen erreichen können damit. Das war aber erwartbar, muss man ganz klar sagen. Durch diese fehlende Kumulierbarkeit zwischen der erneuerbaren Energienklasse und der Nachhaltigkeitsklasse war nicht damit zu rechnen, dass viele den Weg über diese tatsächlich doch eher anstrengenden Herausforderungen der besonderen Anforderungen des QNG gehen werden, wenn man es doch viel einfacher das Fördergeld auch haben kann. Aber im Grunde genommen muss man ganz ehrlich sagen, war uns das auch sehr recht. Denn wie jetzt Herr Kelsmerk auch ausgeführt hat, das war mit ein Ding, das uns schon bewusst gewesen ist. Wenn wir diese hohen Antragszahlen der BEG sehen, 100.000 Anträge, zugleich sehen wir die Abarbeit. Das sind momentan die Energieeffizienzexperten und von denen haben wir über 11.000 momentan in Deutschland tätig, die tatsächlich dort auch regelmäßig in diesem Themenfeld agieren. Dann sehen Sie halt einfach, was für eine Menge an Personen man benötigt, um so etwas auch abwickeln zu können. Und das ist etwas, was wir momentan noch nicht haben. Also es ist ganz wichtig, dass sich hier die Strukturen im Hintergrund auch aufbauen. Also einerseits im Rahmen der Zertifizierungsstellen, der Systemanbieter, dass dort ein massenfähiger Markt bedient werden kann. Auf der anderen Seite auch brauchen wir ganz klar natürlich die entsprechenden Dienstleister, die auch den Bauherren zur Verfügung stehen. Wir hatten jetzt im letzten halben Jahr tatsächlich auch Anfragen von Bauherren, die sich direkt an uns gewandt haben, gefragt, ich finde niemand. Und das war erkennbar und von daher waren wir jetzt eigentlich sehr froh, dass das so in diesem sehr kleinen Maße gestartet ist. Also muss sagen, diese 0,2%, was diese 180 Anträge ja ausmacht von der Gesamtantragszahl, haben es halt immerhin geschafft, trotzdem 3,5% der Wohneinheiten zu adressieren. Und das fanden wir schon eigentlich jetzt einen gewissen Erfolg, dass diese Vorgehensweise akzeptiert werden kann am Markt. Und wir glauben, dass wir jetzt darüber durchaus bereits einen Impuls gesetzt haben, dass sich entsprechende Kapazitäten auf allen Seiten aufbauen. Und jetzt ist natürlich für uns ganz wichtig, dass das weitergeht. Also dass wir jetzt die nächsten Schritte gehen und dass wir da eine Kontinuität auch aufbauen können, sodass natürlich auch entsprechende Personen Schulungen besuchen, die einzelnen Stellen auch entsprechendes Personal aufbauen, Kapazitäten aufbauen. Und deswegen, das ist ein zartes Pflänzchen eigentlich, was wir hier haben. Und das müssen wir jetzt weiterhin gut düngen und gießen, dass es auch irgendwann ein großer, tragfähiger Baum für das nachhaltige Bauen in Deutschland wird. Okay, vielen Dank. Ja, ja, wir versuchen auf jeden Fall unseren Beitrag zu leisten. Wir sehen das schon bei der Ausbildung, dass die alle sehr voll sind, die einzelnen Kurse. Und wir auch überlegen, solche Kompaktveranstaltungen zum Auditor eben auch anzubieten, weil es auch viele gibt, die das jetzt auch erkennen, vielleicht auch viele in der Zuhörerschaft jetzt gerade, dass es auch wirklich ein wachsender Bereich ist, ne? Und wo man sich da jetzt noch für qualifizieren kann. Ja? Okay, super. Danke dafür. Also von dem her, Rückblick, glaube ich, haben wir jetzt schon einiges gehört. Lassen Sie uns vielleicht jetzt in der Mitte jetzt auch nochmal drüber sprechen, wie sieht es denn in der Zukunft aus? Also vielleicht auch einfach mal fachlich auch diskutiert, was wäre denn Ihrer Meinung nach ein sinnvoller Ansatz auch für eine zielgerichtete Förderung? Stichwort, muss es diese Kombination mit dem Effizienzhausstandard geben oder gibt es auch die Möglichkeit, vielleicht auch nur mit der Nachhaltigkeitsklasse an eine Förderung zu bekommen? Wie müssten die Kriterien vielleicht nochmal abgeändert werden? Vielleicht, Jost, aus deiner fachlichen Perspektive, wie würdest du das denn wünschen, so ein Förderinstrument, was auch wirklich einen Effekt hat dann im Markt? Ja, das ist, wird man ja selten gefragt, wie man sich das gerne wünscht. Also
Ich glaube, dass wir ohne ein gewisses Maß an Effizienz nicht auskommen. Also wenn wir jetzt irgendwie sagen würden, wir fokussieren uns nur auf die Kriterien aus einer NH-Klasse, dann gibt es, glaube ich, ein paar Strategien, die dann trotzdem nicht zu einem nachhaltigen Gebäude führen, die man dann aber irgendwie mitfördern würde. Das heißt, ganz wird es nicht gehen. Also Stichwort jetzt einfach wieder auf Treibhauspotenzial, dann baue ich halt einen Holzpelletofen ein, dann habe ich das Problem jetzt nicht mehr so richtig. Also und so Strategien muss man natürlich schon abfangen. Auf der anderen Seite, und das sehe ich insbesondere in der Sanierung, und vielleicht muss man an der Stelle auch das tatsächlich nochmal drüber sprechen, weil das ist ja der viel, viel größere Teil des Kuchens. Wissen wir alle, ist jetzt auch nichts Neues, komme ich natürlich mit reinen Effizienzstrategien schon stark an die Grenzen. Also insbesondere, wenn ich mir jetzt den geförderten Wohnungsbau oder Wohnungsbaugesellschaften angucke, mit denen machen wir auch viel im Büro zusammen. Das ist schon eine größere Herausforderung, so ein Gebäude auf ein Effizienzhaus 55 zu sanieren. Und das ist auch, glaube ich, jetzt sieht man an den Rückmeldungen aus der Bundesregierung noch nicht ganz oben auch angekommen, wie groß da diese Herausforderung ist. Und ich glaube, da kann sowas zu sagen, okay, wir sanieren auf, sagen wir mal, Effizienzhaus 70, was jetzt einfach die Qualität der Hülle angeht, und haben aber ergänzend Schwellen, wo ich dann vielleicht eher den Einsatz erneuerbarer Energien über Treibhauspotenzial belohnen kann. Das kann, glaube ich, eine sinnvolle Kombination sein, weil ich sehe da ehrlich gesagt, insbesondere im Neubau mache ich mir da nicht so viel Gedanken, da werden wir das wahrscheinlich hinkriegen, auch wenn die Anforderungen weiter steigen, aber insbesondere in der Modernisierung sehe ich eigentlich, dass das Erhöhen des Drucks da nicht zu mehr Ergebnis führen wird, sondern im Gegenteil, da werden wir einfach ein ganz massives Problem kriegen, und da sind, glaube ich, so alternative Förderwege noch viel, viel relevanter oder werden viel relevanter werden als jetzt im Neubau. Okay, danke. Weiß nicht, Herr Hausmann, haben Sie da noch Ergänzungen? Ja, also ich schreibe fleißig mit, muss ich eigentlich sagen. Da sind wahnsinnig viele Menschen mit befasst jetzt aktuell und sehr viele Zuständigkeiten berührt innerhalb der Bundesregierung. Was eines Tages da jetzt wirklich bei rauskommt, das ist jetzt wirklich Glaskugel, das mag ich noch nicht mal zu prophezeien. Mhm. Ich glaube aber, wenn man den Koalitionsvertrag liest, dass das Thema Lebenszyklus einfach eine größere Rolle einnehmen wird, das würde mich jetzt wundern, wenn man da drum herum kommt. Und ich glaube auch im Bereich der Sanierung wäre das eine große Hilfe, wenn man in sozusagen die sogenannten grauen Emissionen, also die vergegenständlichten Stoffströme, Energien, die im Bauwerk stecken, einfach anrechnen kann in einer Form, also in Form dessen, als dass man diese erspart bei einem durch den die Weiternutzung der Bausubstanz. Also ich denke, in diese Richtung wird sich da wahrscheinlich irgendwas irgendwie drin wiederfinden. Das wird wahrscheinlich genau zu diesem Effekt führen, was Herr Hartwig jetzt genannt hat. Aber ob das wirklich sich durchsetzen kann, mag ich jetzt noch nicht wirklich sagen. Ich weiß nur, dass wir von der Arbeitsebene da sehr dran arbeiten, es möglich zu machen, den Lebenszyklusansatz in der Breite tatsächlich in ein Förderprogramm reinzubekommen. Und das würde aber auch trotzdem genau diese Hausaufgaben wieder bewirken, weil Sie müssen sich das jetzt vorstellen. Aktuell ist ja dies so, dass die Antragstellung über die Energieeffizienzexperten fungiert, und die meisten von diesen Menschen haben noch nie im Leben eine Lebenszyklusanalyse getätigt und haben auch kein Know-how in diesem Feld aufgebaut. Also ich glaube nicht, dass wir in der Grundförderung dahin gehen zu sagen, okay, jetzt müssen alle einen QNG nachweisen, also sprich über den Weg einer Nachhaltigkeitszertifizierung zu gehen. Das würde das System, glaube ich, wir auch jetzt noch sprengen. Das ist eine Sache, die man sich noch, denke ich, in der Hinterhand halten kann für die Zukunft, aber das geht jetzt nicht sofort. Ist wichtig für uns ist jedenfalls, dass ein wirksamer Bonus für die Nachhaltigkeitsklasse, für die Nachhaltigkeit tatsächlich ausgezahlt wird. Das ist das eine. Und das andere, dass es in einer irgendwie gearteten Grundförderung den Lebenszyklusansatz geben wird. So. Aber ob das passiert, kann ich, wie gesagt, nicht sagen. Ich denke aber, das würde viele Themen rund um die Fragestellung Effizienzhaus 55 oder Effizienzhaus 40, wie gehe ich mit Sanierung um, würde das lösen. Weil jeder sozusagen die optimale Strategie dann verfolgen kann, für sein Bauwerk die minimalen Treibhausgasemissionen zu bewirken. Und das ist ja eigentlich das, was wir tatsächlich erreichen wollen. Wir wollen ja, dass möglichst wenig Treibhausgasemissionen emittiert werden. Ich muss vielleicht noch eine Ergänzung noch darstellen. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit, mit der wir halt an der Stelle leben müssen. Das ist das Klimaschutzgesetz, das ganz klar nach dem Quellprinzip funktioniert und das einfach hier den Druck sozusagen auf die Beteiligten legt, die unmittelbar im Gebäude stattfindenden Prozesse
zu senken. Das heißt, alles, was sozusagen extern im Bereich des Industriesektors verbucht wird, und das sind die Herstellung der Bauprodukte zum Beispiel, werden dem Gebäudesektor ja gar nicht angerechnet. Und vor diesem Hintergrund tun sich da viele Beteiligte aktuell einfach sehr, sehr schwer, tatsächlich den Verursacher von Treibhausgasemissionen, nämlich das Bauen, zu adressieren, wenn es darum geht, auf, ich nenne es mal, Low-Carbon-Produkte umzustellen. Das tatsächlich, weil es einfach den Zielen, die der Gebäudesektor bringen muss, gar nicht dienlich ist. Das würde gar nicht helfen. Und da muss es auf politischer Ebene, denke ich, dringend Diskussionen zu diesen Fragestellungen gehen, weil die Lasten, die dort halt zu tragen sind aus etwaigen, ja, ich nenne es mal einfach Mehrkosten vielleicht, die da anfallen, die fallen nun mal einfach bei den Gebäudeeigentümern, bei den Nutzern der Gebäude an. Und von daher muss es natürlich auch irgendwie eine Gegenrechnung geben, die sozusagen eine gleichmäßige Verteilung dieser Lasten bewirkt. Also ich denke auch da, wir werden um den Lebenszyklusansatz deswegen nicht drumherum kommen. Aber es gibt tatsächlich viele Hindernisse, die da noch zu bewältigen sind. Okay. Ja, gerade das Thema Lebenszyklusansatz ist, glaube ich, auch wichtig, die Berücksichtigung der grauen Emissionen. Da steht auf der einen Seite auch im Koalitionsvertrag, dass 400.000 neue Wohnungen gebaut werden sollen. Auf der anderen Seite will man eigentlich bewusst auch CO2 einsparen. Ich hatte mal vor kurzem auch eine Grafik gesehen von dem Herrn Fisch in der Präsentation, wo das einfach mal dargelegt hat, was es auch für einen Impact hat. Ne? Wenn einfach die CO2-Emissionen sind halt nur mal da, wenn gebaut wird. Und eigentlich war so ein bisschen sein Plädoyer, dass man möglichst auf den Neubau auch mit verzichten soll und eben der Fokus, wie man es auch schon häufig sagt, eigentlich natürlich auf Sanierung und Bestand geht. Da gibt es auch einige Fragen sozusagen im Chat, wie man eigentlich gerade auch mit denkmalgeschützten Gebäuden umgeht oder auch gerade im Bestand. Wie sehen Sie das? Also aktuell habe ich ja auch in der Förderung zum Beispiel, in der Förderkulisse vorhin gezeigt, dass zum Beispiel Sanierung von Wohngebäuden erstmal außen vor war, was die Nachhaltigkeitsklasse angeht, aber wird ja auch schon mit gefördert. Ja, das, ich vermute, das war jetzt an mich gerichtet. Also dieses Thema 400.000 neue Wohnungen ist tatsächlich im Kontext mit den grauen Emissionen ein sehr schwieriges Thema, weil wir natürlich unmittelbar zu Lasten des noch verfügbaren CO2-Budgets arbeiten. Das muss man ganz klar sagen. Und von daher ist es halt gerade deswegen umso wichtiger, dass wir dort diese grauen Emissionen auch unmittelbar adressieren. Wir müssen es schaffen, dass diese Wohnungen, die da neu entstehen, dann auch möglichst optimiert in diesem Hinsicht sind. Das ist ganz wichtig. Das andere sind strukturelle Fragen, die da auch im Raum stehen. Also wir haben ja auch tatsächlich Leerstand. Und von daher gilt es natürlich darum, auch Leerstand zu aktivieren. Und zwar, das Problem ist bloß leider, dass der Leerstand von Wohnungen zumindest meistens nicht dort ist, wo die Wohnungen gebraucht werden. Also das ist daher ein strukturelles Problem, was uns da einfach bevorsteht. Man kann hoffen, dass wir eventuell auch durch Themen, die jetzt gerade die Pandemie auch gefördert hat, wie mehr Homeoffice, es vielleicht dazu kommt, dass wir verstärkt auch Bestandsgebäude im Bereich des Nichtwohnungsgebäudes aktivieren für die Wohnnutzung. Das wäre sehr hilfreich für dieses Thema. Da müsste man auch entsprechende Anreize setzen. Ich denke, viele Inhaber von Nichtwohngebäuden, die haben das mittlerweile auch schon gemerkt, dass sich da einiges am Markt tut. Aber das ist natürlich auf der langen Achse, wird das erst Auswirkungen sicherlich haben. Wir haben ja ein sehr gravierendes Problem, gerade in den Ballungsräumen, mit zu wenig Wohnungen, die damit unterstehen, dafür, dass wir dort Bezahlbarkeit des Wohnens sicherstellen können. Aber nichtsdestotrotz müssen wir, also es gibt im Prinzip zwei Strategien. Das eine ist, wir müssen die neu entstehen, optimieren. Wir wollen ja nicht das Bauen verbieten. Wir müssen aber auch gleichzeitig dafür sorgen, dass der Bestand aktiviert wird, der eine Wohnnutzung zulässt. Anders kann es nicht gehen. Danke Ihnen. Vielleicht zum Thema Sanierung und sozusagen Erfahrung auch von seitens der DGNB, Markus Kelsenberg. Vielleicht da auch nochmal ein kurzer Input, was da auf DGNB-Ebene passiert und was wir da bisher so für Erfahrungen mitgesammelt haben. Jetzt hören wir dich gerade nicht. Sanierung und BEG hat bei uns bisher fast gar keine Relevanz, muss man sagen. Also das geht einfach nicht einher. Der NH-Bonus ist ja bis jetzt für die Sanierung noch nicht aktiviert, aber die Sanierung hat einfach auch so Themen wie Taxonomie einfach eine neue Öffentlichkeit bei der DGNB. Und deswegen hatten wir auch letztes Jahr ein neues Nutzungsprofil veröffentlicht, wo einfach auch die Themen aufnimmt. Also auch eben die Anforderungen aus dem GEG haben wir aufgenommen im Nutzungsprofil. Also das
eben die Ökobilanzierung darauf, Variantenrechnungen abgezielt wird, das optimale Gebäude gefunden wird und aber eben auch die Anforderungen vom Denkmalschutz Platz gefunden haben. Was ja aber auch in dem GEG ja eben schon nochmal, oder in der BEG-Förderung gibt es ja auch explizit ja auch eine Förderung für Denkmalschutzanforderungen, was man ja auch schon positiv bewerten muss, dass da eben nicht die nur die extrem guten Werte aus Sanierungen anfangen, sondern dass man die Benchmark auch für die Sanierung im Denkmalschutz angepasst hat. Und das haben wir eben auch in unserem System angepasst, um einfach der Sanierung auch eine bessere Anwendbarkeit zu schaffen. Okay, danke. Wie ist es bei euch, Jost, im Büro? Ist das Thema Sanierung eigentlich, nimmt das jetzt gerade so richtig Fahrt auf? Kann man das so behaupten oder ist es doch immer doch starker Neubau? Nee, es ist halb, kann ich gar nicht sagen, aber also Sanierung spielt schon eine Riesenrolle. Da machen wir auch viel. Von daher, also aus der Energieeffizienzsicht, kommt ja eigentlich die Förderung auch ursprünglich mal her, so ein bisschen. Also das ist uns eigentlich darum, gegen den Gebäudebestand zu optimieren. Das passiert schon sehr, sehr viel. Auch denkmalgeschützt. Also wir durften mal einen Leitfaden schreiben für die Landeshauptstadt Wiesbaden zum Thema Denkmalschutz und Energieeffizienz. Vielleicht das mal als Hinweis. So, es gibt ja immer so diesen Mythos, das geht da gar nicht, das stimmt nicht. Also natürlich wird das kein Effizienzhaus 40 werden, aber da gibt es schon Möglichkeiten. Und am Ende ist es ja auch ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, ob wir Gebäude aufgrund ihres baukulturellen Werts erhalten wollen oder ob wir halt eine Priorität auf Klimaschutz setzen. Und da wird es sicherlich weder die eine noch die andere Extremrichtung geben, sondern da wird es eben genau das diese Überlegungen machen. Und das ist ja genau eine der Chancen von so einer vielleicht differenzierteren NH-Klassenförderung, zu sagen, naja, da brauche ich halt eine andere Strategie bei einem denkmalgeschützten Gebäude. Das entlässt die aber nicht aus der Verantwortung der Besitzer, sich auch darum vielleicht in Teilen Gedanken zu machen. Von daher, das sehe ich jetzt nicht. Und vielleicht noch so ein Wort zum Thema 400.000 neue Gebäude oder neue Wohnungen. Also vielleicht wäre es klüger gewesen, wir wollen 400.000 neue Wohnungen schaffen, zu schreiben, anstatt zu sagen, wir bauen die. Weil das, und ich glaube, dass das inzwischen auch in der Ministeriumsspitze angekommen ist, dass die ganze Nummer nicht ganz so simpel wird. Also ich habe jetzt am Montag eine Veranstaltung mit dem Herrn Barthol, dem Staatssekretär, verfolgt, und der hat da sehr klar eine Priorität, die fand ich überraschend, für jemanden aus der SPD gesetzt und gesagt, also dieses Thema des bezahlbaren Wohnraums, das steht natürlich schon auch einen Schritt weit hinter dem Klimaschutz, weil wir brauchen uns am Ende über bezahlbaren Wohnraum keine Gedanken mehr zu machen, wenn wir sozusagen diese Klimaziele reißen. Also dann werden wir ganz andere Friktionen ausgesetzt sein. Und das fand ich ein sehr klares Statement von jemandem, wo ich jetzt erstmal gedacht habe, dem steht dieser soziale Aspekt natürlich nochmal einfach parteibedingt ein Stück weit näher. Also da ist, glaube ich, auch dieser vermeintliche Widerspruch, der ist sehr bewusst, und ich glaube aber auch, dass der sehr ehrlich ausgehandelt wird. Das habe ich so bei ihm mitgenommen, das fand ich gut. Also ich habe mich mit Hoffnung erfüllt, dass da tatsächlich was bei rauskommt, auch wenn ich hier gerade noch keine Fantasie habe, wie das werden wird. Okay, dankeschön. Ja. Ich habe jetzt gerade mal nebenher auch ein bisschen in den Chat geguckt, da gibt es verschiedenste Fragen. Zwei, drei drehen sich so ein bisschen um das Thema Aufwand und Bürokratie. Hier fragt auch eine Architektin, die versucht viel, gerade bei kleineren Wohngebäuden auch Bauherren zu überzeugen, da mehr in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen und aber immer wieder an dem Thema Aufwand und Bürokratie dann auch scheitert oder einfach sagen, die Nachweisführung dann auch für vielleicht eine Zertifizierung und alles, was damit einhergeht. Jetzt weiß ich natürlich, bei unserem DGB, da hatten wir schon erste Diskussionen. Markus, du hast es vorhin vorweggenommen, auch für die kleinen Wohngebäude, da vielleicht auch mal einen anderen Ansatz zu wählen, um da die Hemmschwelle auch ein bisschen niedriger zu halten, wirklich das Thema in die Breite zu bringen. Das ist ja unser großes Ansinnen. Vielleicht aber gibt es auch sozusagen im Ministerium oder auf anderen Ebenen da Ansätze oder Überlegungen, wie man da vielleicht noch stärker, noch effizienter an dem Thema ranarbeitet. Aber vielleicht kannst du, Markus, da mal kurz einen kleinen Einblick geben, was gerade die kleinen Wohngebäude angeht. Ja, genau. Also wir überarbeiten ja gerade unser System für kleine Wohngebäude, um das einfach auch, ich nenne es mal, einfacher zugänglich zu machen. Also dass das eben nicht nur die klassische Auditorenausbildung es ermöglicht, dass das die Zertifizierung ausmacht, sondern dass das ein einfacher Weg, zum Beispiel über Energieeffizienzexperten mit einer
auf Satzschulung eben das System anwenden können. Und dann wollen wir eben auch die Nachweisführung bei den kleinen Wohngebäuden einfach eben auch auf die kleinen Wohngebäude abstimmen. Also dass nicht nochmal 2, 3 Sonderfachmänner zusätzlich notwendig sind, um eine Zertifizierung zu machen, sondern dass das Team, was eben rund um ein kleines Wohngebäude eben aktiv ist, auch die Zertifizierung durchziehen kann, um einfach auch die Bearbeitung und auch die Kosten dafür im Rahmen zu halten. Und bei der Überarbeitung, sage ich mal, hilft uns ja auch ein Stück weit das QNG, was ja im Gegensatz zum DGNB-System nicht 37 Kriterien hat, sondern nur 17 Kriterien, die erfüllt sein müssen. Und daran wollen wir uns einfach auch orientieren, dass da die Schwerpunkte einfach dorthin auch gelegt werden. Was ist für ein kleines Wohngebäude wirklich wichtig? Also da sind einfach Ziele teilweise aus dem großen System heute drin, die für kleine Wohngebäude einfach auch nicht die Relevanz haben. Und da wollen wir einfach auch ein Stück weit von QNGs lernen und uns synchronisieren und dann die Anwendbarkeit erleichtern. Ne? Was wir ja auch sehen, dass es auch schon verschiedene Softwarehersteller gibt, wo man bisher Energiebilanzierung drüber macht, die jetzt eben dann nochmal Plugins entwickeln, um auch eine Ökobilanzierung zu machen. Also ich glaube, diesen Impuls hat es einfach gebraucht, dass man mal aufzeigt, dass das ein Thema ist. Und da wird sich sicherlich auch einiges am Markt bewegen, ne? Sei es das Zertifizierungssystem als solches oder eben auch die unterstützenden Tools, die da zur Verfügung stehen. Und klar, Jost Hartwig, du hattest ja am Anfang auch schon gesagt, also diese Abgleich mit den Methoden und Ansätzen und Nachweisführungen. Ich glaube, das ist auch natürlich zentral wichtig. Das ist wirklich schwierig, im Bauherrn zu vermitteln. Das kann ich mir vorstellen, bei einem Thema unterschiedliche Nachweise dann vielleicht auch mitzubringen. Bin mir nicht ganz sicher. Es scheint ein bisschen eingefroren zu sein. Ich weiß nicht, hört ihr mich noch? Ja. Gut, okay, dann bin ich nur eingefroren. Mein Kamerabild ist schwarz, aber ja, also genau, habe ich ja am Anfang gesagt. Also das ist natürlich genau der Schlüssel, dass wir das einfach machen müssen, wenn wir zertifizieren wollen. Und ich glaube, es macht auch Sinn, Qualität auch zu überprüfen, die ich da sozusagen liefere als Architekt, Architektin. Ich glaube aber, der vorherige Schritt, und den kann natürlich sich jeder auch aneignen, ist natürlich, sich mit den Themen zu beschäftigen und die sozusagen selbstverständlich in den eigenen Gebäudeentwurf einzuspeisen. Ich sage halt auch mal so, ohne dass der Bauherr das so unbedingt merkt oder nachfragt. Das machen wir ja mit allen anderen Qualitäten halt auch. Das heißt, da müssen wir, glaube ich, auch einfach in der Fort- und Weiterbildung von Planenden ein Stück weit weiterkommen. Wie immer, es ist halt nicht zu Ende, das Lernen, wenn man aus der Schule kommt oder aus dem Studium. Okay, danke. Das ist fast schon ein schönes Schlusswort. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht nochmal die Frage an Sie, Herr Hausmann. Es sind wahrscheinlich jetzt viele dabei, die sich jetzt auch fragen, wie geht es jetzt in den nächsten Monaten weiter? Wahrscheinlich können Sie diese Frage auch nicht detailliert beantworten. Sie wissen es vielleicht selber auch noch nicht im Detail, aber vielleicht können Sie trotzdem so ein bisschen ein Gefühl geben, was werden wahrscheinlich die nächsten Schritte sein? Das Thema Sanierung wurde ja erst kürzlich jetzt auch wieder als Förderung etabliert. Vielleicht können Sie da einen kleinen Ausblick geben. Wäre das möglich? Das wäre schön, wenn ich das könnte. Ich habe es ja schon ausgeführt, da sind so viele Stellen beteiligt, also dass man jetzt wirklich verlässlich sagen kann, was da passiert. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich weiß nur, dass wir natürlich jetzt eine Menge in diesen Prozess einspeisen. Und das Wichtige, und das ist, denke ich, auch die Hauptarbeit des Bundesbauministeriums an dieser Stelle, ist, die Grundlagen zu schaffen dafür, dass in einem Förderprogramm möglichst viel Nachhaltigkeit aufgenommen werden kann. Und daran arbeiten wir halt. Also wir haben jetzt momentan ja die Fassung Büroverwaltungsgebäude und Unterrichtsgebäude in Arbeit. Die wird innerhalb der nächsten 14 Tage online gestellt und veröffentlicht. Wir sammeln gerade noch ein paar Stellungnahmen ein und dann werden wir das noch nachschärfen. Das wird gleichfalls für Neubau wie auch für Komplettmodernisierung veröffentlicht. Ich bin sehr froh, dass die DGNB ja hier auch beteiligt ist und mitmacht und wir sozusagen sie da auch als allererste Zertifizierungsstelle demnächst werden benennen können. Und für beide Bereiche, Neubau wie Komplettmodernisierung. Und es werden sicherlich dann weitere Siegelvarianten innerhalb der nächsten Monate folgen. Laborgebäude ist in Arbeit. Dazu kommen noch andere, die wir versuchen werden, online zu stellen. Zugleich muss man sagen, arbeiten wir vor allen Dingen aber auch daran, dass der Lebenszyklusansatz verstärkt berücksichtigt werden kann. Und dazu gehört auch, das Thema wurde jetzt hier gestriffen, natürlich, dass die Software am Markt ist. Das heißt, wir sind gerade dabei, ein Qualitätssicherungsverfahren für Softwareprodukte zu entwickeln, sodass wir sicherstellen können, dass die Ergebnisse auch hinreichend genau sind für eine Förderung. Vor allen Dingen auch wollen wir, und da wir haben letztes Jahr schon mit der Gütegemeinschaft DIN 18599 die ersten Gespräche geführt, damit die Bescheid wissen. Vor dem Hintergrund ist es sehr schön, dass am Markt die ersten Softwareprodukte jetzt schon zu finden sind.
Gleichzeitig wollen wir gerne daran arbeiten, zu definieren, was sind jetzt so Fortbildungsmöglichkeiten für Energieberater oder auch andere Planer, die eventuell in dieses Thema einsteigen wollen. Da freue ich mich sehr, dass die DGNB da offensichtlich ja schon auch dran arbeitet. Von daher können wir uns da gerne zusammentun. Das möchte ich gerne offen hier anbieten, dass wir da einen gemeinsamen Weg finden. Und das sind so die nächsten Schritte, denke ich, die einfach wichtig sind, damit die Grundlage da ist. Es müssen Instrumente am Markt da sein, die allen das vereinfachen. Es muss klar sein, wie das Wissen vermittelt wird und die Qualität muss gesichert werden. Und dann sind die Grundlagen eigentlich gelegt dafür, dass wir tatsächlich auch groß in die Förderung einsteigen können. Und wie gesagt, daran arbeiten wir zuvorderst gerade. Okay, super. Klasse für den Einblick nochmal. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende hier von der Diskussionsrunde. Ich möchte mich recht herzlich bei allen Referenten hier, Diskutanten bedanken. War, glaube ich, ein spannender Einblick für die Hörer aus unterschiedlichen Perspektiven, könnte ich mir vorstellen. Das kommt auch heute schon als im Chat zurück. Toller Vortrag, danke dafür. Möchte mich auch nochmal recht herzlich an der Stelle bedanken. Ich finde es als DGB natürlich super, dass zum einen mal das Thema Nachhaltigkeit jetzt wirklich in der Breite angekommen zu scheint und natürlich mit so einer Förderung dann nochmal ein zusätzlicher Impuls gesetzt wird für viele Themen und hoffen natürlich, dass das auch weiter so fortschreitet und haben natürlich total Interesse, da auch mit Ihnen gemeinsam an dem Thema zu arbeiten, sei es jetzt Ausbildung oder auch inhaltlich an den Kriterien. Von dem her, vielen Dank, schönen Nachmittag noch und danke fürs Zuhören an alle Zuhörer. Wiedersehen. Danke sehr. Tschüss, danke. Okay.